Iris und Peter Klein bleiben noch mehrere Jahre verheiratet. Seit 2005 geht die Mutter von Daniela Katzenberger mit dem Maler durchs Leben. Alles scheint perfekt, bis Anfang dieses Jahres. Die 56-Jährige wirft ihrem Mann vor, eine Affäre mit Yvonne Wölke zu haben. Was darauf folgt, ist nicht nur die Trennung, sondern auch ein öffentlicher Rosenkrieg. Doch die Scheidung der beiden Wahlmajorkiner lässt auch Monate danach noch auf sich warten. Warum ihre Ehe noch nicht aufgelöst ist? Das erklärt die Reality-TV-Bekanntheit ihren Fans nun im Netz. Das geht hier in Spanien irgendwann nach 6 Jahren automatisch, da wir uns nicht einigen können. Offenbar hat Iris genug von den Streitereien mit Peter und will die Zeit bis zur Scheidung einfach abwarten.